Recht herzlich willkommen zur 70. Folge von Stellaris. Ja, es gab ein Update auf die 2.0.1, haben wir aber hier nicht, weil wenn ich es gemacht hätte, dann wären die Spielstände alle kaputt gewesen. Also müssen wir bei der 1.9.1, war das, glaube, bleiben. Und ja, das ist halt so. Und 2.0.1 wäre jetzt zum Beispiel irgendwie Basenbau gewesen, um dann sich zu verteidigen. Auf den Basen könnte man irgendwelche Schiffwerften dann auch machen. Der Admiral, der würde eine Flotte nicht mehr als eine Einheit sozusagen wohl irgendwie machen, sondern so auch mit Flanke angreifen oder sowas wäre wahrscheinlich dann möglich. Und was war noch? Ja, kann ich jetzt gar nicht mehr genau so sagen. Ach so, der Lichtgeschwindigkeitsantrieb war dann oder das Lichtgeschwindigkeitsreisen war dann irgendwie optimiert, verbessert, keine Ahnung. Ja, das ist aber bei uns jetzt gerade nicht gegeben, einfach aus dem Grunde, weil wir halt hier nicht das Update fahren können, weil halt unser Spielstand sonst kaputt gewesen wäre. Gut, ja, was machen wir? Gute Frage, ne? Hier sind noch ein paar Schiffe. Das sind neutrale Flotten, okay. Und hat man nicht irgendwo unsere Schiffe zusammengezogen? Strike Force, alles klar. Da ist die Strike Force. Kein Anführer, noch besser. Haben wir denn noch eine zweite Strike Force, wo ein Anführer drin ist dann? Ah ja, da. Alles klar. Ja, dann will ich aber auch sagen, dass wir diese Strike Force der anderen vielleicht angliedern sollten, oder? Die ist da. Eigene Flotten. So, wir lassen mal das Spiel weiterlaufen, ne, damit wir hier die 113 noch zusammenkriegen. Das war ja unser Hauptaugenmerk, nämlich, dass wir hier einen Außenposten bauen können, um dann das Reich zu erweitern. Es war ja so, dass wir letzte Runde so lange gebraucht haben, eine Geschichte da auszuwählen. Wie hieß das noch? Ne, Richtlinien und Erlasse war das nicht. Was war das denn? Strategische Ressourcen? Nee. Oh, weiß ich auch nicht mehr, wo das war. Oh, Forschung auswählen? Haben wir da was verpasst? Das ist ja voll doof, ne? Erlasskosten minus 15. Ressourcen, Produktionssklaven plus 5. Ist die woanders dran am Arbeiten, dass die hier keine Forschung macht? Oder der, obwohl er hier so einen Dutt hat? Da können wir was beseitigen. Ja, zack, machen wir das da, oder? Kann auch sein, dass die irgendwo so einen Forschungsauftrag haben, die jetzt nicht mehr machbar sind. Das könnte natürlich auch sein, ne? Dann wäre es doof gelaufen. Konstruktionsschiff fliegt wohin? Da ist ein Dreier, okay, der wäre interessant. Aber ich wollte ja hier den Neuner haben, ne? Genau. Achso, die haben wir dahin geschickt zur Verteidigung der Flotte, wenn, ne? Okay. Okay, 100, da sind noch 12, die uns da fehlen. Jo, sonst, was ist sonst noch zu sehen, ne? Nicht so ganz so viel. Läuft ein bisschen scheppig gerade. Machen die da? Neutrale Flotte, okay. War hier unten nicht letztens noch ein Asara-Gebiet hier? Wie heißen die? Warte, wenn wir ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir, ach guck mal, das ist gar nicht mehr. War das nicht auch das? Das ist jetzt auch anders? Das ist das von denen, eine Enklave, okay. Und das ist eine Enklave von denen, sehr interessant. Naja, dann. Das liegt aber alles in dem Bereich von denen. Dieser Planet eigentlich eher weniger, aber da gibt's Leben. Naja, dann. Gut, wir haben jetzt hier schon 106, also wir warten definitiv drauf, dass da oben die Punkte haben. Wir können auch mal gerade Speed machen, ne? Damit da die 113 zusammenkommen, ne, oder? Ist ja jetzt nicht so wild. 108. 100. Na, komm schon. Dauert ganz schön lange so eine Runde, ne? 111, okay, da ist ein bisschen mehr gewesen wie 110. Und dann müsste es ja schon in der nächsten Runde machbar sein, ne? Wenn. So, komm. Da ist es. Normale Geschwindigkeit.
hier auswählen oder gehen wir besser da rein? Nee, das wollte ich hier. Das wollte ich da und dann Außenposten bauen. So, dann sind die beschäftigt und durch den Außenposten sollten wir unser Reich besser erweitern können. Dann gibt es auch wohl 54 Mineralien, ne? Läuft, oder? Ja. Ja, das ist immer rekrutieren, Anführer und sowas, das ist klar. Grenzaußenfraktionen. Zum Umgang mit Fraktionen. Okay, da brauchen wir auch Erlass, Einfluss für. Die Gewinnrate bleibt, Zugewinnrate bleibt während des Spiels einigermaßen gleich. Mhm. Oder konstant. Durch die Rivalität anderer Reiche, dadurch kriegen wir die Punkte ein bisschen hoch. Alles klar. Nee, da muss ich aber da nicht hin, sondern muss ich gucken, wo ich die Rivalen hier auswählen kann. Da. Okay. Galactic Nomads, überwältigend, überlegen, erbärmlich. Kann man das hier irgendwo machen? Irgendwo kann man das machen, aber ich weiß nicht mehr wo. Wieso kann ich die jetzt... Ah, da, alles klar. Achso, ne, da kann man noch nicht mal was runter und hochschieben. Also das ist ja auch wieder nett, ne? An Unabhängigkeit garantieren, beleidigen, Unabhängigkeit unterstützen, Krieg erklären. Dann war es das nicht unbedingt, ne? Nochmal da rein. Nehmen wir den nächsten. Dahin. Ah, da geht's. Alles klar. Die anderen waren wahrscheinlich zu klein oder sowas. Kann das sein? Tribut anbieten. Grenzen. Rivalität erklären. Bestätigen. So, und jetzt? Ist auch nicht mehr geworden, oder? Vielleicht in der nächsten Runde. Keine Ahnung. Aber wir haben ja bestimmt noch weitere Optionen, wo wir das machen können, ne? Was bei denen? Waren wir da gerade? Rivalität erklären, dann waren wir da gerade bei denen. Gut, dann gucken wir da nochmal rein und schauen, dass wir dann den nächsten nehmen. Die hatten wir gerade. Haben wir die auch gehabt? Ach, das waren die, wo es nicht ging. Alles klar. Hat man die Ebenbürtigen schon? Okay, da geht's nicht. Und haben wir da noch was? Haben wir die schon genommen? Ich glaube nicht, ne? Aber ich glaube, wir können keine Rivalität mehr erklären, ne? Das ist unser Problem. Aber jetzt auch nicht so spielentscheidend gerade, sondern wir gucken mal hier. Kann man da irgendwo sehen, wie weit die schon sind? Ne, ne? Doch, da kann man es sehen, alles klar. Ja, die fixen das jetzt, ne? Und wenn die dann fertig sind, dann können wir unser Reich erweitern, oder wie sehe ich das? Und dann bauen wir gleich hier sofort, aber die, ja, jetzt mittlerweile, ne? Wo hier 61 mittlerweile stehen, brauchen wir das eigentlich auch gar nicht. Super, oder? Läuft richtig gut. Ne, hast du den ausgewählt? Aber das ist eine Quelle, die muss man aber auch abschöpfen, ne? Definitiv. Definitiv muss man das abschöpfen. Hier 469 ist natürlich auch was, ne? Wenn du dann bei den anderen reinguckst, dann denkst du so, boah, was ist hier los? Kolonieschiff, Konstruktionsschiff. Wo wollen die mit dem Kolonieschiff bitte schön hin? Ha? Unabhängigkeit unterstützen, Demis. Okay, wo ist die Restflotte? Ne, das ist ja gar nicht unsere. Irgendwo muss da noch ein Rest sein. Ach, hier waren die. Dann schickt die einfach mal da unten hin. Dann
damit wir die einen können, ne? Bei Neckar waren die, weil da die bessere Schiffswerft ist, oder wie war das? Können wir da noch was machen? Nee, ne? So, das ist schon Stufe 5. Forschungsschiff, konstante Zerstörer. Ja, ich sag mal, wir bauen noch ein paar davon, ne? Flotte muss jetzt einfach besser werden, damit wir irgendwas reißen können, oder? So, das ist nicht mehr lange. Dann ist das erledigt. Dann gucken wir uns das mal hier an auf der Karte, wie das gleich aussieht. Ob es da so einen schönen weißen Kreis gibt oder sowas. Mann, da sieht es ja schwach aus hier, ne? Sieht so aus, als ob unser Reich zerfällt. Vielleicht ist das ja hier angegliedert. Könnte ja auch sein, ne? Steht das irgendwas in Prozent? Ja. 98. 99. Komme. So. Konstruktionsschiff hat jetzt natürlich nichts zu tun. Und ist ausgewählt und kann dann eine Raumstation bauen. Das machen wir definitiv jetzt. Das lohnt sich ja, ne? Bei 11, also 9 sind's. Bauvorhaben abgeschlossen, okay. Ja, man sieht so ganz leicht hier, dass unser Reich sich hier erweitert hat, ne? Dann fliegen wir mal dahin. Achso, das war jetzt das Konstruktionsschiff. Ich wollte die Flotte da mal hinschicken. Um zu sehen, was hier los ist, ne? Da blinkt ja was, ne? Karge und feige Welt, okay. Schauen wir mal. Ist hier irgendwas Interessantes? Nee. Das war klar, da bauen wir. Hier sind nur zwei drin. Ja. Flotte ist da angekommen. Können wir jetzt mal reingucken. Fliegen wir hier mal hin. Und schauen mal, was da Sache ist. Aber da ist nichts, ne? Technologie erforscht. Neue Forschung. Verteidigung ist erforscht. Forschungsalternativen. Befestigungsstärke. Und sensorische Reichweite. Ja, super, oder? Die Bergung der Naturkräfte nach unseren Willen. Die Beugung, nicht Bergung. Wissenschaft. Okay. Verbesserte Deflektoren und hier gibt es Hyperraumsensoren. Komm, wir nehmen das untere, weil das am wenigsten Punkte hat. Gut, das ist wer? Das ist die Strike Force Griffin. Okay, läuft, ne? Super, läuft. Ja, dann haben wir jetzt hier noch das Konstruktionsschiff. Was macht denn das jetzt für Kreise? Ist jetzt angezeigt, wo das was bauen kann, oder was? Ist jetzt fertig? Ja, 9 ist grün. Schick das mal da ein und bau da das hin. Dann läuft das schon, ne? Was hier mit der 4? 2x2, ne? Jupp. Konstruktionsschiff ist ausgewählt und dann können wir da überall was bauen. Das sind die grünen Kreise wahrscheinlich, ne? Könnten da was bauen? Okay. Ach so, da, ja. Sehr schön. Ja. Rivalität beenden. Nee, das wollen wir nicht. Schade, war zu spät. Sonst hätte ich da noch draufklicken können. Jetzt mal jetzt 67 Einnahmen. Das ist ja ordentlich. Und dadurch können wir uns auch die Flotte finanzieren, ne? Oder wie war das? Ah, da ist jetzt die Strike Force Gorgon. Und
Oh, guck mal, bauen ist schon zu erledigt, oder? Zeit ist es und das andere. Zack. Läuft. Die Schiffe können wir dann runterschicken. Die sollen wir da runterfliegen zu der anderen Armada. Wenn man das so nennen darf. Naja, ist jetzt nicht so wirklich viel, ne? Die anderen sind schon da, oder? Jo. Die fliegen aber gar nicht dahin. Vielleicht sollen sie das mal tun, ne? Ach so, da war vorher gebaut, deswegen haben wir die dahin geschickt und dann hatten wir die anderen schon weitergeschickt. Alles klar. Ja, das ist ein Konstruktionsschiff, ne? Und was macht das? Ihr basteln. Irgendwo. Den Asteroiden. Sollte zwar da machen, aber ist jetzt auch egal. Ist auch egal. So, die fliegen wir hier hin. Und dann kann man die einen, oder? Flotte verbessern. Kann man nicht. Vorausliegen, verlegen, zurück. Wo kann man sie denn? Da. Und dafür müssen die wahrscheinlich näher da dran sein, ne? Obwohl, vielleicht geht's auch so. Zusammenfassen. Läuft, oder? Sollten jetzt wieder zusammen sein. Jetzt müsste einer verschwinden und dann ist alles gut. Zack. So, jetzt steht da 529. Krass. Woanders stand da irgendwie 12.000, ne? Oder wie war das? Und wir sind so schwach. Ne? Gucken wir mal gerade rein. Kann man das hier sehen? Nee, kommt doch da. 2.100. Obwohl, das ist ja gar nicht dann so viel, ne? Ich dachte, das wären 12.000 gewesen, aber es waren nur 2.100. Ja gut, aber ich würde sagen, für die Runde soll es dann auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.